So, da sind wir wieder zurück, kurz vor Brick. Und Teneriffa dürfte jetzt so langsam hier hinten erscheinen, da erscheint Teneriffa. Und es gab gerade einen kleinen Zwischenfall, ich habe das wahrscheinlich nicht benutzt, den Teil. Denn gerade im Anflug, circa hier kurz vor, welcher Weg ist das? Das ist, oh, was habe ich jetzt gedrückt? P gekommen. Okay. Kurz vor Arako ist der FSX abgeschmiert. Und dadurch, dass ich kein, wer ist es? FSU IPC oder ICP, weiß gerade nicht mehr, wie es heißt, habe, kann ich das leider nicht so speichern und dann da weiterfliegen, wo wir aufgehört haben. Deswegen haben wir auch ein bisschen weniger Treibstoff an Bord. Ja. Ankunftszeit dürfte aber ähnlich sein und wenn wir jetzt gleich hier die Rechtskurve fliegen, werde ich die Descent-Checklist beginnen. Hätte jetzt leider nicht alles hier gespeichert, das ist ein bisschen das Problem, aber ich habe versucht jetzt alles so auf den Stand zurückzusetzen, wo wir eben gerade auf waren. Und deswegen, jetzt machen wir gleich die Rechtskurve, dann mache ich die Simulationsrate wieder auf normal und dann fangen wir mit der Descent Preparation Checklist jetzt gleich an. Na komm. Zack. So. Ah, okay, sie macht sogar schon von selber. Okay, das hat man nämlich gerade nicht. Mal jetzt aber wieder normal. So. Da drüben haben wir Teneriffa. Ich bin auch gerade von da aus nochmal gestartet und habe das alles hier fertig gemacht und es ist ein bisschen blöd, aber lässt sich jetzt nun mal leider nicht ändern. Das passiert nun mal. Ich habe den Traffic umgesteckt, weil ich mich gewundert habe, dass wir keinen Traffic haben. Da muss ich nochmal gucken, dadurch, dass ich sowieso hier alles nochmal neu machen will, weil wir haben nämlich gar keinen Traffic. Null. 0,00000. Deswegen muss ich wahrscheinlich den FSX nochmal neu aufsetzen, weil ich was installiert habe, was ich dann wieder rausgeschmissen habe. Was den Traffic angeht, ich muss wahrscheinlich den FSX nochmal neu aufsetzen, beziehungsweise ich werde den dann wahrscheinlich in der anderen Version, also in der Box-Version dann installieren und dann haben wir auch hier FS Record, Recorder und dann kann ich hier auch alles andere, besser machen. So, wir haben ein paar Meilen, machen wir ein bisschen schneller hier. Ich will jetzt hier schnell wieder ankommen, also wir kommen doch vor der Zeit an, gut eine halbe Stunde vor der Zeit, das ist ganz gut. Und, na schön. Da sieht man es nämlich schon. Oh, ich freue mich. Ich freue mich. Sind nicht mal mehr 2 Wochen. So. Ich habe auch mich dann zwischendurch mal beschäftigt, wie das Wetterradar funktioniert. Weil das irgendwie nie angezeigt wurde. Wenn man das natürlich auch nicht anschaltet, dann geht das natürlich auch nicht. Zack. Ich kann mich gleich wieder anmachen. So, zack. Man sieht, da rechts haben wir ein bisschen Gewitter. Beziehungsweise doch sehr starken Regen. Teneriffa war eben gerade noch nichts zu sehen. Also da war noch alles im grünen Bereich. Moderate Rain. Es könnte sein, dass wir noch ein bisschen Regen abkriegen. Das ist jetzt nicht so geil. Aber mal gucken. Mal anzoomen. Mal gucken, wie sich das hier entwickelt. So. Landedaten, weil ich ja von da aus gestartet bin, habe ich schon mal eingetragen. Wind müssen wir gleich noch gucken, der ändert sich ja immer mal wieder. Ansonsten habe ich alles so, wie ich es gerade auch habe. Ich komme hier. Die Landings. Okay, wir haben es dann bald, die Descent Preparation Checklist. Anti-Ice. Off. Landing Received. Information. Altimeter. Standard. Barrel Radio. Checked. Hammer. Checklist complete. Machen wir das und Initiating Descent. FMA check. Radar tilt. Set below. Passt. Gut, dann sind wir jetzt wieder im Landeanflug auf Teneriffa. Jetzt für mich zum zweiten Mal, für euch wahrscheinlich zum ersten Mal. Außer ich habe das andere auch reingeschnitten. Aber ich gehe nicht davon aus. So. Ich wollte eigentlich den Wind noch nachgucken, aber den haben wir momentan jetzt noch nicht so genau. Das dürfte ja dasselbe Dingsdata sein wie vorher auch, ne? 20 Knots, Alter, was? Moderate Rain. 21 Grad haben wir irgendwann. Mir ist übrigens aufgefallen, dass die, dass das Ding, die Wetterdaten doch nicht von dem Datum,
so gesehen als Prognose vorgegriffen sind. Es hätte ja sein können, aber machen sie doch nicht. Das ist also die normale Wetterinformation so gesehen, die wir jetzt zu dem Zeitpunkt fast haben. Also 23. haben wir heute, 23.3. und 12 Uhr Zulu, also UTC. Das ist schon ein bisschen älter. Ja, wir haben natürlich auch in Echtzeit, wir haben, ja, das passt. Ich habe natürlich wieder mal schlau gedacht. Da sieht man, der variiert ein bisschen. Ist aber tatsächlich näher zu der 26, kann das sein? Kann das sein? So, da oben kommt jetzt so langsam auch das Descent-Ding runter. Ich muss mal kurz gucken, wo kommen wir denn dann raus? Zeigt er mir das schon an? Jetzt wird er wahrscheinlich mir gleich hier die Dinger hier anzeigen. Weil wir müssen nämlich bei Bammel müssen wir auf 6000 sein. Das ist Fakt. Hier muss ich jetzt gucken, wo er uns hier... Ja, beides geht wahrscheinlich nicht, ne? Ah, doch. Ah, lol. Ne, geht doch nicht. Okay. Dachte gerade. Also rechts ist doch recht viel los, aber da geht's ja noch. Gut, er zeigt mir die Dinger jetzt nicht an. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das passt. Weil mehr kann ich eigentlich nicht. Vorhin hat noch alles einwandfrei funktioniert. Jetzt ist es jetzt hier eher so, ja, okay. Es scheint aber nicht so. Wir sind, glaube ich, ein bisschen langsam, kann das sein? Wenn wir bei Ganta sind, werde ich mal gucken, wie das hier ist. Sonst werden wir ein bisschen doller sinken müssen. So, braucht dann auch das. Den haben wir noch nicht. Den kann ich natürlich jetzt auch nicht rüberschieben. Natürlich auch stark. So, Add-ons hier nochmal gucken. Schon näher. 19 Grad. Also ich glaube 20 Grad passt. Q&H ist ein bisschen hochgegangen. Na, mal gucken. Ja, mal gucken mal. Wir gucken mal. Ja, die Descent ist ein bisschen langsam. Er würde uns jetzt theoretisch die Dinger da auch anzeigen. Ich werde euch mal selber hier mal eingreifen müssen. Machen wir einfach mal 3000, das passt, glaube ich. Sind jetzt ein bisschen schneller als vorgegeben. Aber lieber früher als zu spät, ja? So. Mm-mm. Na, was wird da jetzt wieder? Climb-Dings, oder was? Oh, nee. Deswegen, ich habe das vorhin auch schon erzählt, also das Ding ist öfters nochmal rausgeflogen. Man sieht, das ist wahrscheinlich so eine kleine Disjustierung in dem Throttle-Ding hier. Dass das immer wieder rausspringt. Das habe ich jetzt noch zwei, dreimal gehabt auf dem Flug hierher. Ja, das ist semi-geil, aber kann man nur leider nicht ändern. So, wir kommen jetzt, glaube ich, doch ein bisschen später an. Durch, dass wir jetzt doch ein bisschen... Ja, es wird ein bisschen später. Wir sind übrigens doch so weit vor der Zeit, weil ich halt 110 Knoten Rückenwind hatte, als ich über den Atlantik geflogen bin. Also, ich kann nochmal ganz kurz einmal zeigen. Ich rauszoomen. Also hier, ich bin ja die gesamte Strecke. Wir sind ja... Deutschland ist schon dunkel. Ne, es ist gar nicht, das ist Frankreich. Wir sind ja, ich bin ja hier so gesehen so geflogen und ab hier hatte ich halt eigentlich fast durchgehend so krassen Rückenwind, das war echt der Wahnsinn. So. Ich glaube, das passt jetzt mit der Sinkrate. Gehen wir ein bisschen näher ranzoomen. Ich glaube, das dürfte passen. Dann hat er das nämlich wieder raus. Dann bleiben wir bei 3000 Fuß pro Minute. So. Dann kann man sich auch gleich hier wunderschön merken, wenn wir mal in die Außenansicht gehen. Ich habe leider in der Außenansicht ein bisschen was versteckt gehabt, aus Versehen. Das war rechter Flügel, ist natürlich schlau. Jetzt kann man auch sehen, jetzt die Szenerie so ein bisschen, also das gehört auch mit dazu hier. War natürlich die linken Flügelmitte. Da ist Teneriffa.
Na, ist schon schick. Ist schon schick, kann man nicht anders sagen. Aber ihr werdet das auch gleich sehen, wenn wir jetzt so ein bisschen näher dran sind. Oh, oh, da. Hallo, 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 hallo. Im Idle? Die sind tatsächlich schon im Idle, Alter. Huh. Na, das passt. Da kann ich tatsächlich hier wieder... Wie krass zieht er jetzt hoch? Okay, sehr krass. Machen wir mal 1,8. Das dürfte vielleicht sogar funktionieren. Ich bin gerade ein bisschen von der Geschwindigkeit runter. Ja, es sieht schon geil aus. Also da kannst du echt nichts sagen. Achso, lol. Oh, wow. Bin so ein Schlauberger. Habe ich die ganze Zeit die Dinger draußen gehabt. Schlau. Ja, es kommt, weil ich, wie schon gesagt, länger nicht geflogen bin. Deswegen. Ja. Ich werde vielleicht auch nochmal, wenn ich dann diesen FS-Recorder dann auch drauf habe, ein bisschen vielleicht auch mal so Videos machen, wo man dann halt auch, oh, müssen wir noch ein bisschen mehr sinken. Oh, mal das Doppelte hier. 2,6. So. Ah, hier links ist jetzt auch ordentlich was los, wie man sieht. Könnte sein, dass wir doch ein bisschen was hier abkriegen. Das wäre jetzt nicht so geil. Das müsste ja hier rechts sein, ne? 19 Grad haben wir da. Q&H. Haben wir nicht? Doch. 21. Okay, das passt. Das habe ich auch eingetragen. 22 hat er jetzt hier. 18,1. Kommen wir noch ein bisschen. Ich fliege ja noch ein bisschen. So, also könnte sein, dass wir doch ein bisschen Regen abkriegen. Das wäre jetzt nicht so geil. Aber da machst du nichts. Das passiert nun mal. Okay. Da vorne links kommt Teneriffa so langsam immer mehr ins Bild. Bammel dürfen wir, glaube ich, schaffen. Bammel sagt er mir hier 8,87. Ja, das passt nicht so ganz. Also normalerweise wird das Holding halt, wenn es halt viel Betrieb ist, wird das Holding bei Bammel geflogen. Auf 6000 Fuß. Und deswegen habe ich mich jetzt daran orientiert. Weil halt, es gibt keine Anflugkarte, die dir da jetzt sowas Genaues sagt. Also meistens ist es dann 6000 Fuß. Und, ich kann den nochmal kurz hier öffnen. Man hat hier halt keine Restriction bei Bammel. Hier wird nur gesagt, ja bitte auf 2600 Fuß sinken. Von, das ist jetzt vom VOR, das wäre jetzt von da aus. Also es gibt noch einen anderen Anflug. Aber den bin ich, also wenn ich jetzt nach Teneriffa geflogen bin, noch nie geflogen, also jetzt in echt. Sind jetzt auf 10.000 Fuß. Lights on. 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 So, 10.000. Bammel dürfen wir, glaube ich, passen. Ja, ich glaube, das dürfte funktionieren. Es könnte vielleicht gleich ein bisschen regnen. Aber vielleicht schaffen wir es ja noch vorher. Mal gucken. Können wir den nochmal anmachen? Er zeigt mir jetzt hier leider auch nicht an, wann wir die Höhe erreicht haben. Wo ist das hier der Marker für... Nein, ist es nicht. Aber ich bin lieber ein bisschen früher da, als, oh, müssen wir wieder die Dinger rausfahren. Ein bisschen fix. Okay, das funktioniert. Bammel haben wir auf jeden Fall dann unsere... Okay, das passt auch. Klein paar Mono drin. So. So,
Restriction Amount zeige ich 230. Da bin ich kurz einmal wieder rausgesprungen. So, dann Air Traffic, nearest Airport, damals schon. Tower, möchte gerne eine Full Stop Landing. Okay, also wir Landefreigabe haben wir jetzt noch nicht, aber wir können auf jeden Fall schon mal anfliegen. Ich denke einfach mal, dass es bei 21 Grad geblieben ist, deswegen können wir die Landing Information so lassen, wie wir sie haben. Jetzt einmal gucken, Wind können wir nochmal machen. Aber der ist ja hier auch wieder, ist ja auch wieder was anderes. Das muss ich dann gleich machen, wenn wir Bammel vorbei sind. Transition Altitude. Baro Reference is set and cross check. 1-0-2-1. 1-0-2-1. Checked. So. Approach Checklist. Ja, ich glaube nicht, dass wir die Approach Checklist jetzt sogar noch schaffen. Also jetzt noch, die noch beginnt, bevor wir so gesehen dann auf den Dings zu fliegen. Können wir den Localizer eigentlich schon anmachen? Na, ich mache ihn erst später an. So. Sieht man die Szenerie? Wunderschön. Haben die Leute, das sich viel gemacht, viel dran rumgeschraubt, die das gemacht haben. Da kommt nicht schon das, der Localizer, deswegen, wie schon gesagt, da müssen wir gleich extrem, weil wir sind halt so gesehen ja sehr weit über dem Localizer. Wenn gleich, wenn wir Bammel passiert haben, das drehen wir auf